Sechs Änderungen im Monat Oktober 2023, die auch für Rentner und Arbeitnehmer wichtig sein können. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Im Jahr 2023 stehen ja wie immer viele wichtige gesetzliche Änderungen an, die jeweils auf die einzelnen Kalendermonate im Jahr verteilt sind. Und die können für Arbeitnehmer und Rentner wichtig, vielleicht sogar extrem wichtig sein. Starten wir einfach mal sofort in den Änderungen, ohne große Vorrede. Los geht's. Die erste Änderung für den Monat Oktober 2023. Es gibt verschiedene Altersrenten, die erstmals im Oktober 2023 möglich sind. Starten wir also mit den klassischen vier Rentenarten von den Altersrenten. Die fünfte Altersrentenart, die knappschaftliche Untertagesaltersrente, ich nenne sie mal so, die lasse ich mal völlig außen vor. Die wollen wir hier nicht betrachten. Da bekommen im Jahr 2023 vielleicht 4, 5, 6, 10 Mann diese Altersrente. Die Regelaltersrente ist erstmals für die Geburtsjahrgänge 2.10.1957 bis einschließlich 1.11.1957 zum 1.10.2023 möglich. Wer am 2.11.1957 geboren wurde, der kann erst zum 1.11.2023 eine Regelaltersrente in Anspruch nehmen. Die Regelaltersrente, das wissen Sie, ist grundsätzlich ohne Abschlag. Ich brauche eine Mindestversicherungszeit von 5 Beitragsjahren oder 60 Kalendermonate Beitragszeiten. Dann starten wir in die zweite Altersrentenart, das ist die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Dort können erstmals die Geburtsjahrgänge vom 2.1.1962 bis zum 1.2.1962, also einschließlich 1.2.1962, zum 1.10.2023 in Rente gehen, diese Rente also beanspruchen, dann hier mit dem Abschlag 10,8%. Voraussetzung für diese Altersrente ist 35 Jahre Wartezeit. Bitte nicht Beitragszeit, sondern Wartezeit und der Grad der Behinderung 50. Dann haben wir unsere Altersrente für langjährig Versicherte. Das ist die, in die man mit Vollendung des 63. Lebensjahres erstmals vorzeitig in Rente gehen kann. Und das sind sozusagen folgende Geburtsjahrgänge, die zum 1.10.2023 diese Rente erreichen können. Und zwar vom 2.9.1960, der Geburtsjahrgang, bis zum 1.10.1960, also einschließlich 1.10.1960. Dann schon mit der fast Höchststrafe 12% Abschlag ist das erstmals zum 1.10.2023 möglich. Und last but not least, unsere Altersrente für besonders langjährig Versicherte mit den 45 Jahren Wartezeit. Die ist erstmals zum 1.10.2023 möglich. Mit den Geburtsjahrgängen 2.7.1959 bis einschließlich 1.8.1959. Das heißt also, diese Geburtsjahrgänge vom 2.7.1959 bis zum einschließlich 1.8.1959 können, wenn die Voraussetzungen 45 Jahre Wartezeit erfüllt sind, dann abschlagsfrei in diese Rente gehen. Nicht vergessen, meine Damen und Herren, Rentenantrag stellen, von alleine gibt es keine Rente. Ist aus meiner Sicht relativ eindeutig. Zweite Änderung, die Rentenzahlung im Oktober 2023. Am Dienstag, dem 31.10.2023, ist der letzte Bankarbeitstag im Monat Oktober. Für alle Renten, die nachschüssig gezahlt werden, also Ende Oktober für den laufenden Monat Oktober und die Renten, die vorschüssig gezahlt werden für den Monat November noch im Monat Oktober, ist der 31.10.2023 der Überweisungstag des Rentengeldes. Denn dieser Tag ist der letzte Bankarbeitstag im Monat Oktober 2023. Also meine Damen und Herren, wer es ganz genau wissen will, im Kalender diesen Tag eintragen, Überweisung der Rente auf das Konto zum 1.10.2023 prüfen, ob das Geld dann auch tatsächlich an diesem Tag eingeht. Die dritte wichtige Änderung ist, die Steuererklärungsfrist für 2022 endet am 2. Oktober 2023. Wichtig auch für Rentner, die keinen Steuerberater haben. Die ursprüngliche Frist, die gab es ja eigentlich bis Ende Juli 2023, die wurde nochmals um 2 Monate verlängert. Da aber der 30. September 2023 ein Samstag ist, also da endete sozusagen diese 2 Monate Verlängerungsfrist, gilt der 2. Oktober 2023 als Fristende
an dem entsprechenden Montag. Also bitte aufpassen, Steuererklärung, wenn Sie keinen Steuerberater haben oder kein Lohnsteuerhilfeverein das für Sie macht, bitte bis zum 2.10.2023 beim zuständigen Finanzamt abgeben und die Steuern erklären. Ansonsten droht Ärger, wie immer. Vierte wichtige Änderung, Heizkostenzuschuss, Heizungen mit Öl, mit Holz oder anderen nicht leitungsgebundenen Brennstoffen läuft Ende Oktober 2023 aus. Bis 20. Oktober 2023 können Sie einen entsprechenden Antrag stellen, um von dem bereitgestellten Bundesbudget bis 2000 Euro diese Mittel zu bekommen. Allerdings, das ist auch klar, Fördermittel sind begrenzt und es kann sein, dass ein Antrag in diesem Monat vielleicht schon zu spät kommt. Wer Gas oder Fernwärme bezieht, hat grundsätzlich keinen Anspruch. Ob Sie tatsächlich Anspruch haben, generell Anspruch haben, das können Sie bei der sogenannten Brennstoffhilfe des Bundes nachprüfen. Da gibt es auch einen entsprechenden Link im Internet. Wenn Sie in Bayern, Berlin oder Nordrhein-Westfalen wohnen, sind dort bei den entsprechenden Ministerien bzw. Behörden die Anträge gestellt werden und müssen dort auch gestellt werden bis zum Termin. Fünfte wichtige Änderung, das Gas soll im Oktober 2023 günstiger werden, weil die sogenannte Regelenergieumlage von 0,57 Cent Kilowattstunde Gas und die sogenannte Konvertierungsumlage von 0,038 Cent pro Kilowattstunde Gas auf jeweils 0 Cent sinkt. Das heißt also, bei einer vierköpfigen Familie mit einem Gasverbrauch von 20.000 Kilowattstunden können es 130 Euro im Jahr sein, die gespart werden können. Bei einem Single-Haushalt sind es noch knapp 33 Euro. So hat es Verifox mitgeteilt. Eine ganz wichtige Änderung, die sechste Änderung, ist die Änderung in der Pflege Oktober 2023. Und zwar ändert sich das Antragsverfahren zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit. Pflegekassen müssen ab Oktober 2023 innerhalb bestimmter gesetzlicher Fristen über einen Antrag auf die Feststellung des Pflegegrades entscheiden. Halten die Pflegekassen die Fristen nicht ein, müssen sie 70 Euro für jede Woche der Fristüberschreitung an den Versicherten zahlen. Die Zahlungspflicht entfällt jedoch, wenn die Pflegekasse eine Fristüberschreitung nicht zu übertreten hat. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn ein Begutachtungstermin vom Versicherten wegen eines Krankenhausaufenthaltes, der unvorhergesehen war, abgesagt worden ist oder auch was auch immer. Bisher unklar war, was in solchen Situationen mit der ursprünglichen Frist passiert, ob die Frist unterbrochen ist, neu beginnt oder gar keine Frist mehr gilt. Da stellt die Neuregelung jetzt klar, dass die Fristen mit der Beendigung der Verzögerung weiterlaufen. Die Frist beginnt also mit der Antragstellung und wird beispielsweise durch den Krankenhausaufenthalt gestoppt. Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus läuft die ursprüngliche Frist wieder weiter. Durch die Verzögerung wird die Frist also nur unterbrochen. Wenn die Pflegekasse Sie auffordert, noch zwingend erforderliche Unterlagen einzureichen, das werden Sie wahrscheinlich aus notgedrungen aus Gründen machen, damit sie die 70 Euro nicht bezahlen müssen, werden die Fristen ebenfalls bis zum Eingang der Unterlagen unterbrochen. Ja, meine Damen und Herren, das war's schon wieder. Sechs wichtige Änderungen im Monat Oktober 2023, die vielleicht für Sie als Rentner oder Arbeitnehmer wichtig sein können. Noch, wie immer von mir, noch ein sportlicher Highlight im Monat Oktober. Das ist der sogenannte Hawaii-Triathlon als Weltmeisterschaft am 14.10.2023. Aber der gilt nur für die Frauen. Am 14.10.2023, also da findet dann die Weltmeisterschaft im Triathlon in Hawaii tatsächlich auch statt. Die Männer mussten schon am 10. September 2023 bei der Triathlon WM in Nizza an den Start gehen und Sam Laidlaw holte sich dort den Ironman Weltmeistertitel vor unseren Patrick Lange aus Deutschland. Ich finde, ein super starkes Ergebnis. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein. Ich wünsche wie immer eine rentenstarke Woche, natürlich eine fröhliche rentenstarke Woche und einen spannenden Oktober 2023. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.